Beim Sidewinder X1-Umbau steht jetzt der nächste Schritt an und ja, los geht's. Moin, ja, wie gerade schon gesagt, jetzt steht der nächste Schritt an beim Sidewinder. Und zwar wollen wir heute die Steppertreiber von dem Drucker austauschen. Das heißt, genau zu sein, die Steppertreiber für Z, also Z1 und Z2, es sind ja zwei Motoren, und den Treiber für E, also für den Extruder. Jetzt sind ja TMC 2100 drin und es sollen LV8729 rein. Ja, warum tauschen wir die aus? Das habe ich jetzt schon in den letzten Videos ein paar Mal erklärt. Und zwar hat der Artillery ein Problem in Z. Und zwar ist das so, irgendwann im Laufe des Druckes fängt der Drucker an, ganz willkürlich irgendwelche Würste in Z aufzubauen. Habe ich alles bei meinem CR10-Umbau damals schon gehabt. Und da konnte ich relativ schnell feststellen, dass es an den TMC 2100 Treibern liegt. Die hatten nicht genug Kraft, um die Z-Achse hochzudrücken. Und beim Sidewinder sieht das Fehlerbild 1:1 so aus wie damals bei meinem CR10. Und deswegen ist für mich eigentlich nahezu klar, es liegt an den Stepper-Treibern. Beim CR10 war es damals der Grund, sie haben einfach nicht genug Power gehabt, um die Z-Achse hochzudrücken. Und sie sind dabei auch noch ziemlich warm geworden. Also das war eine ziemlich schlechte Kombination. Denn so wärmer so ein Stepper-Treiber wird, desto schneller kann es hier zu Schrittverlusten kommen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, die Dinger fliegen raus und es kommen diese LV8729 rein. Warum gerade diese Treiber? Es gibt da so zwei, drei Sachen. Der Treiber, der hier verbaut ist, das ist ja wahrscheinlich ein TMC 2100 oder irgendwas in der Art, läuft auf 1/16 Mikrostep. Das bedeutet, der Schrittwinkel von diesen Motoren, also die Stepper-Motoren, die hier drin sitzen, haben einen Schrittwinkel von 1,8 Grad. Das heißt, ein Step ist eine Bewegung von 1,8 Grad. Für eine ganze Umdrehung brauchen wir 200 Steps, also dann funktioniert die ganze Nummer. Die Mikrosteps, die jetzt hier drin sind, das bedeutet, dass zum Beispiel ein Step in 16 Mikrosteps unterteilt wird. Das heißt, er macht nicht einen Schritt, sondern er macht 16 kleine Schritte, um einen Schritt auszuführen. Das heißt, er macht nicht einen vollen Schritt, sondern er unterteilt diesen Schritt in 16 Mikrosteps. Je feiner diese Schritte werden, desto besser ist die Auflösung von dem Motor, das ist ja ganz klar. Das Problem jetzt bei den 2100 Treibern ist, dass diese von Haus aus auf 1/16 Mikrosteps laufen. Aber, und jetzt werden ganz viele sagen, wieso, die laufen noch auf 256. Ja, machen sie auch so halb. Die Dinger emulieren aus diesen 16 Mikrosteps 256. Und wie gesagt, die werden gerne warm, die 2100, und das ist halt insgesamt eine schlechte Kombination. Und da kommen, wie gesagt, die anderen Treiber ins Spiel. Da sage ich es nochmal, die LV8729. Hier ist das so, diese Treiber können original echte 128 Mikrosteps. Das Problem ist aber leider, dass ich jetzt gelernt habe, ich weiß aber nicht ganz genau, ob das hier dann auch zutreffen würde, dass die 8 Bitboards, die im Sidewinder verbaut sind, hier ist ja das MKS Gen 11 verbaut, mit 128 Mikrosteps Probleme haben. Also dass da wohl einfach die Schritte zu groß werden oder die Unterteilung zu groß werden und dass das Board das nicht gut verarbeiten kann. Bei 64 soll wohl die Grenze sein. Und da ich ja auch die Features von diesem Treiber nutzen möchte, würde ich sagen, ich stelle jetzt die Firmware oder den ganzen Drucker so ein, dass er 64 Mikrosteps benutzt. Ich würde gerne 128 nehmen, das kann man vielleicht nochmal ausprobieren. Da das jetzt halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur die Z-Achse ist und der Extruder, es ist ja keine dauerhafte Bewegung in Z, da muss man mal gucken, vielleicht kann man das noch machen. Aber erstmal stelle ich alles so ein, dass der Kollege auf 64 Mikrosteps läuft. In Z und auch in E, also der Extruder. Was man dafür machen muss, werde ich euch jetzt zeigen. Also wir müssen die alten Treiber ausbauen, wir müssen die neuen Treiber einsetzen, auf die Treiber müssen Kühlkörper aufgeklebt werden, wir müssen die Spannung am Treiber einstellen, wir müssen unter den Stepper-Treibern auf den Mainboard-Jumper setzen, da stellt man dann die Konfiguration von dem Treiber ein, das sehen wir aber gleich. Und ja, dann sind wir auch schon durch. Klingt ganz viel, ist gar nicht so wild, aber das kriegen wir schon hin. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Ja, hier sehen wir dann einmal den Treiber. Man sieht das Branding auf dem Chip, das LV8729. Und was hier natürlich auffällt, der Treiber ist eine ganze Ecke größer, beziehungsweise der Chip ist eine ganze Ecke größer als von einem 2100. Hier sehen wir auch gleich den Kühlkörper. Das ist auch im Vergleich zum 2100 ein ganz schöner Brocken. Und der muss da jetzt rauf. Dann sieht man, hier unten ist ein kleiner Klebestreifen auf dem Kühlkörper. Der muss einmal abgezogen werden. Ist manchmal ein bisschen hartnäckig, aber geht in der Regel eigentlich ganz gut ab. Und da muss man aufpassen, dass man diesen Kühlkörper so auf dem Chip platziert, dass keine Pins berührt werden vom Kühlkörper und auch nicht die kleine Stellschraube, die man vorne gesehen hat, sondern dass der Kühlkörper wirklich mittig auf dem Chip platziert ist und kein Kurzschluss irgendwo anders verursachen kann. Ja, der Kühlkörper sitzt gut drauf und man sieht wirklich, das ist ein ganz schöner Brocken, um einiges größer, ich sag mal das 4- bis 5-fache größer als das, was wir vom Sidewinder gewohnt sind.
Und jetzt sieht man hier ganz schön, wir haben zwei Farben unten an den Pinleisten, einmal schwarz und einmal blau. Und was das bedeutet, das gucken wir uns jetzt mal eben an. Zum Anschauen habe ich hier ein MKSS-Scanboard, das ist aber zum Anschauen vollkommen egal, die Belegung ist da gleich. Hier sieht man jetzt eine schwarze und eine grüne Leiste, wo der Steppertreiber eingesteckt werden kann. Und wenn man jetzt bei dem Treiber guckt, dann sieht man, wir haben auch eine schwarze Leiste und eine farbige. Das könnte ja vielleicht zusammenpassen und das ist in diesem Fall auch richtig. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Treiber auf jeden Fall richtig rum eingesetzt wird. Denn wird das nicht gemacht, geht der Steppertreiber beim Einschalten des Boards oder beim Einschalten des Stroms sofort kaputt. Falls das mal nicht farblich gekennzeichnet ist, gibt es da aber eine ganz einfache Möglichkeit rauszubekommen, wie rum der Treiber sitzen muss. Unten auf dem Board kann man sehen, da ist die ganze Pin-Belegung von den Treibersteckplätzen auf dem Board niedergeschrieben. Und da sieht man zwei kleine Kürzel, einmal die und einmal Step. Darauf achte ich immer, das sieht man jetzt hier vorne. Und dieses die und Step zeigt jetzt nach innen. Und dann sieht man, aha, das ist hier die grüne Leiste. Also weiß ich schon mal, dass Step und die auf der grünen Leiste sitzen. Bei vielen anderen Treibern, zum Beispiel auch bei TMC-Treibern in der Regel, ist die Beschriftung der Pins direkt mit auf die Platine gedruckt. Und so kann man schnell sehen, welcher Pin was beinhaltet hier. Und bei den LV-Treibern ist das leider nicht so, da gibt es aber dieses schöne Bild und da kann man sehen, dass Step und Dear hier auf der blauen Leiste sitzen. Und dann weiß man, dass die blaue Leiste vom Treiber und die grüne Leiste vom Board zusammengehören. Und dann kann man den Treiber so einstecken. Also in unserem Fall auf jeden Fall blau auf grün, schwarz auf schwarz, nicht andersrum, denn sonst. Dann fangen wir an, wir schrauben den Kollegen einmal von unten auseinander. Wir nehmen die Bodenplatte ab, dazu die 6 Schrauben aus der Bodenplatte entfernen, oben, wenn noch vorhandener Siegel natürlich durchtrennen, abklemmen, Lüfter abziehen und dann erstmal den Lüftungskanal abbauen, den von mir gedruckten. Da habe ich mir hier noch einen Stecker an den Sun-On-Lüfter angelötet und dann kann es von da aus weitergehen. Hier jetzt nicht wundern, hier habe ich mal den Kühlkörper abgenommen, da ich wissen wollte, was für ein Chip darunter sitzt. Und ja, mit der Kennung kann ich nichts anfangen, also FS31W01 würde ich mal sagen, oder das F könnte vielleicht auch ein P sein. Also ich glaube nicht, dass das ein Trinamic-Chip ist, also der originale TMC-Chip. Ja, das ist auf jeden Fall auf dem Treiber verbaut. Ja, hier sehen wir die ganzen Treiber, also oben X, Y, Z1, Extruder und Z2. Das war die Reihenfolge und diese drei, die wollen wir jetzt austauschen und die nehmen wir jetzt einfach mal so raus. Und hier sieht man auch bei dem TMC, der hier verbaut war, da ist auch eine farbliche Kennzeichnung drauf, damit die Einbaugeschichte ein bisschen leichter fällt. Hier sieht man jetzt schön die Jumper, die unter den Stepper-Treibern sitzen. Und mit diesen Jumpern werden die Mikro-Steps der jeweiligen Treiber eingestellt. Die werde ich jetzt einmal alle entfernen, damit ihr gleich sehen könnt, wie ich die wieder einstecke und vor allen Dingen, wie viel ich wieder einstecke, damit wir auf unsere 64 Mikro-Steps kommen. Nachdem dann alle Jumper entfernt sind, kann man jetzt schön sehen, hier oben ist der Z1, dann kommt der E und hier der Z2-Port. Da werden dann die Stepper-Treiber aufgesetzt und unter jedem Treiber sitzen diese 6 Pins und da werden dann die Mikro-Steps eingestellt. Auf diesem Bild sind jetzt mal mehrere Stepper-Treiber-Typen abgebildet. Also wir haben ganz oben den ganz alten A4988, dann kommt ein DRV 8825, dann haben wir den LV8729, dann den TMC2100 und da sieht man schon, da ist nichts mit einstellen oder nicht viel mit einstellen. Und ganz unten sehen wir einen TMC2208 und da sieht man auch, der hat schon mal eine Spalte weniger als alle anderen. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf den LV8729 und auf die Reihe mit 1/64 Step. Und zwar sehen wir hier 3 Spalten, wir sehen MS1, 2 und 3 und bei MS1 haben wir einmal Low drin stehen. Bei MS2 und 3 steht jeweils High drin. Ja, was bedeutet Low und High? Low bedeutet, es ist kein Jumper an dieser Position gesetzt und High bedeutet, an dieser Position sitzt ein Jumper. Und das gucken wir uns jetzt mal direkt auf den MKS-Scan-L-Board an. Das wäre so ein Jumper, den kennt man wahrscheinlich aus dem PC-Bereich, das ist soweit erstmal nichts Besonderes. Wichtiger sind jetzt erstmal die Pins, da haben wir MS1, MS2 und MS3. Und da bei dieser Konfiguration der MS1-Pin leer bleibt, werden nur auf dem Platz für MS2 und MS3 jeweils ein Jumper gesteckt. Und das mache ich jetzt hier für Z1, E und Z2.
Wenn die Jumper alle sitzen, können die Stepper-Treiber eingesteckt werden. Wie gerade eben schon mal gesagt, denkt an die Explosion, also der Stepper-Treiber muss auf jeden Fall richtig rumsitzen. Denn ohne Quatsch jetzt, wenn der Drucker eingeschaltet wird und der Stepper-Treiber sitzt falsch rum, dann brennt dieser sofort durch und das war's mit dem Treiber. Jetzt muss natürlich auch noch die Spannung am Treiber eingestellt werden und dann muss man jetzt den Drucker unter Strom setzen. Das heißt jetzt absolute Vorsicht beim Netzteil und Stecker liegen jetzt 230 Volt an, holt euch da keinen Schlag. Mit der Minus-Mesh-Spitze gehe ich an die 24 Volt Einspeisung auf den Minuspol und mit der roten Plus-Mesh-Spitze gehe ich auf die Stellschraube an dem Stepper-Treiber und dann kann ich sehen, was an den Treibern jetzt anliegt. Also knapp 0,9 auf Z1, 0,82 auf dem Extruder und 0,64 auf Z2. Das möchte ich jetzt natürlich erstmal einstellen. Da kann man jetzt eine Formel für verwenden, wo man dann halt genau die Spannung ausrechnen kann, die anliegen sollte. Ich mache es in der Regel immer so, ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber fahre ich bis jetzt ganz gut mit. Ich stelle das immer so um die 1 Volt ein und dann gucke ich erstmal, wie sich die Motoren im Druck verhalten, wie das Druckbild aussieht, ob es Schrittverluste gibt und sowas. Und da pendel ich mich dann immer so ein bisschen ein und meistens bleibt es auch bei der ersten Einstellung. Jetzt habe ich eine andere Messspitze und einen Schraubendreher genommen mit so einer kleinen Zange. Die klemme ich an den Schraubendreher und dann kann ich auf Minus an der 12 oder an der 24 Volt Einspeisung gehen und kann mit dem Schraubendreher direkt auf die Schraube und kann so dann schon direkt einstellen und ablesen am Multimeter, wie viel Volt da gerade anliegen. Jetzt stelle ich alle auf 1,1 ein und dann gucke ich, wie gesagt, erstmal, wie sich die Treiber im Druck verhalten. Im nächsten Schritt müssen wir dann die Firmware anpassen, aber bevor wir das machen können, müssen wir einmal das Datenkabel vom Display und dem Board trennen. Touch-Displays, die über den AUX1-Port mit dem Board kommunizieren, blockieren in der Regel immer den USB-Port und so kann die Firmware nicht aufgespielt werden. Also wenn man Firmware-Änderungen machen möchte, muss dieses Kabel zwingend abgezogen werden. Dann kann das USB-Kabel angesteckt werden und man sieht dann sofort auf dem Board, gehen kleine SMDs an, da passiert irgendwas. Gut, da sind wir jetzt am PC und jetzt müssen wir uns ein paar Sachen runterladen, damit wir auch die ganze Nummer am Drucker einstellen können. Und zwar brauchen wir als allererstes die Firmware von dem Drucker, denn wir müssen da nicht nur die Steps einstellen, sondern auch noch die EEPROM-Einstellungen, denn die sind leider standardmäßig abgewählt bei dem Drucker. Und dazu gehen wir auf artillery3d.com und dort gehen wir dann auf Support und Downloads. Na, nochmal. Downloads. Und dann sehen wir hier, was angeboten wird. Wir haben ein Slicer-Profil, wir haben Genius Instructions, Auto-Bed-Leveling Instructions, so ein Kram. Und dann gucken wir weiter unten. Hier ist X1 TFT-Firmware zum Beispiel, wenn man die anpassen möchte. Und da haben wir die X1-Firmware und die laden wir einmal runter. Ja, dann sind wir jetzt einmal auf Google gesprungen. Und hier geben wir ein Arduino Software Download. Dann kommen wir gleich hier oben hin, Arduino Software IDE, da gehen wir rauf. Und dann können wir hier einmal runterladen. Die brauchen wir, um die Firmware einzustellen. Also einmal hier in meinem Fall für Windows 10. So, Just Download, wenn jemand was spenden möchte, kann man das hier auch noch gerne machen. Ich brauche es nicht downloaden, ich habe schon installiert, also können wir so weitermachen. Die Firmware entpacken wir uns dann einmal. Das wäre der X1-Ordner, hier habe ich schon mal angepasst, aber ich gehe das mit euch nochmal alles durch. Da gehen wir rein, hier haben wir einen Marlin-Ordner. Und da ihr euch schon die Arduino IDE installiert habt, die Software, findet ihr in diesem Ordner eine Marlin.ino. Kann auch so aussehen, kann nach Größe sortiert sein. Wahrscheinlich sieht es so aus. Einmal nach Typ sortieren und dann braucht ihr einmal die Marlin.ino. Doppelklick da drauf. Und dann öffnet sich das Programm und wir kommen in die Firmware. Wer das schon kennt, kann das eigentlich auch überspringen, aber für diejenigen, die neu sind, kann das ganz interessant sein. Wir haben hier oben einige Reiter und wir brauchen jetzt den Reiter Configuration.h. Da sind dann so die ganzen Standard-Settings vom Drucker drin. Dann Steuerung F und dann suchen wir einmal nach EEPROM, das EEPROM. Zweimal klicken, dann kommen wir in die Zeile 1226 und das ist Define EEPROM Settings und dann nehmen wir vor dem Define, nehmen wir diese zwei Schrägstriche raus, so dass das Define grün wird und jetzt ist das EEPROM Setting freigegeben.
Das ist wichtig, damit wir spätere Einstellungen auch mal so on the fly speichern können und nicht immer hier erst in die Firmware rein müssen. Speichern wir einmal zwischen. Und jetzt müssen wir die Steps einstellen. Das heißt, ich gehe mal wieder ganz nach oben, Steuerung F und gebe da mal Steps ein. So, das ist die Zeile 611. Die Default Access Step per Unit. Und dann sehen wir hier einige Zahlenwerte. Das sind einmal die Steps für die X-Achse, Steps für die Y-Achse, Steps für die Z-Achse und Steps für den Extruder. Und da müssen wir jetzt Z-Achse und Extruder anpassen. Dann sind wir hier einmal auf der Seite selbstgedruckt 3D. Da gehen wir einmal drauf und dann haben wir hier oben einmal Berechnungstools. Da gehen wir auch drauf. Und dann haben wir hier einige Tools und da können wir die Steps per Millimeter errechnen. Man kann das auf zwei Arten machen. Man kann einmal sagen, man baut den Drucker zusammen, stellt die Steps grob ein und macht dann alles über ein Kalibrierungsbauteil. Kann man drucken, messen, drucken, messen. Wir machen das jetzt aber so, wir berechnen die Steps anhand der Werte, die wir kennen. Wir wollen jetzt nicht den Extruder kalibrieren, denn das können wir mit diesem Tool nicht. Da brauchen wir gleich eine andere Formel für. Dann können wir hier einmal Steps für den Riemenantrieb einstellen. Das wären jetzt X- und Y-Achse zum Beispiel. Wir wollen jetzt aber Steps per Millimeter für eine Gewindespindel einstellen. So, dann haben wir hier ein paar Sachen, die wir eingeben müssen. Und zwar sagte ich ja zu Anfang schon, wir haben einen Stepper-Motor mit 1,8 Grad Schrittwinkel. Das heißt, bei 1,8 Grad haben wir 200 Schritte für eine Umdrehung. Das ist schon mal richtig eingestellt. Es gibt noch 0,9 und 7,5 Grad. Aber wir haben den standardmäßig verbauten 1,8 Grad Motor. Da möchten wir auf 64 Mikrosteps gehen. Das würde man hier einstellen. Allerdings können wir hier nur bis 32 gehen. Wir rechnen das jetzt alles für 32 aus und nehmen das Ergebnis nachher einfach mal 2. Als Spindel haben wir eine TR8x8, das heißt eine Trapezgewindespindel, eine 8 mm Trapezgewindespindel mit einer Steigung von 8 mm. Da wird hier auch gleich die Steigung angegeben. Und jetzt gucken wir hier, zack, Ergebnis einzustellende Steps wäre 800. Wir nehmen das Ganze mal 2, 1600. Schreibe ich mir auf, Z1600. Jetzt müssen wir die Steps für den Extruder ausrechnen und das ist ein bisschen komplizierter. Da brauchen wir eine andere Formel für. Und zwar ist das diese Geschichte hier. Wir haben eine Formel, da sieht man jetzt E-Schritte pro Millimeter. Das ist jetzt hier mehrere Klammerrechnungen. Ich habe gar nicht mehr den Begriff vom Matheunterricht im Kopf, wie das heißt. Ich kann das ja mal durchgehen. Diese erste Klammer, das sind die... Jetzt macht ihr mir das immer so ein bisschen blöd. Das ist 200, das sind die Schrittwinkel, also 200 Schritte für eine Umdrehung. Mal 16, hier wären das die Mikrosteps, bei unserem Fall wären das dann 64. Also 200 mal 64, das mal, Klammer auf, 39 durch 11. Das heißt, bei uns in dem Fall wären das 66 durch 22. Was sind das für Zahlen? Der Extruder an dem Atelier Sidewinder X1 ist ein Getriebeextruder. Das heißt, wir haben ein kleines Motorritzel und ein großes Antriebsritzel für den Filamentvorschub. Und hier möchte er gerne wissen, wie viele Zähne das große Zahnrad hat. Das wären jetzt hier bei uns 66 und das kleine Zahnrad wären hier 22. So. Das heißt, wir hatten 66 geteilt durch 22. Nochmal zurück, dieses Ergebnis mal dieses Ergebnis. Das Ergebnis, was dann daraus kommt, wird geteilt durch 7 mal Pi. Was ist 7? Das ist der Durchmesser von dem Filamentförderrad. Das heißt, auf dem großen Zahnrad von dem Getriebeextruder sitzt ja noch ein kleines Ritzel, das Filament nach unten drückt. Und das hat einen Durchmesser von 7 mm. Und diese 7 mm nehmen wir mit Pi mal, das heißt mal 3,14159. Und was da dann rauskommt, das sind unsere Steps per Millimeter für den Extruder. Dann machen wir das jetzt mal. So, wir fangen an. Klammer auf. 200 mal und jetzt 64 Mikrosteps. Klammer zu. Das Ergebnis mal, Klammer auf, 66 geteilt durch 22. Klammer zu, das ist 3. Ist gleich 38.400. Das teilen wir durch, geteilt durch, Klammer auf, 7 mal 3,14159. Klammer zu, ist gleich 1746,15. Also, E ist gleich
1746,15. Das wären die Steps für den Extruder. Die Links zu diesen Berechnungstools und der Formel werde ich in die Videobeschreibung setzen. Das kann sich jeder gerne abspeichern, denn das ist nie weg, das kann man immer mal gebrauchen. Da sind wir jetzt wieder in der Firmware und jetzt müssen wir die Steps eintragen, die wir ausgerechnet haben. Da die Steps bei 16 Mikrosteps bei dem Drucker ziemlich gut passen, wollen wir das mal eben nachrechnen, was hier rauskommen würde, wenn man diese Ergebnisse mal 4 mal nimmt und ob wir dann in die Region von unseren ausgerechneten Sachen kommen. Wenn das dann ungefähr passt, würde ich nämlich die errechneten Sachen aus der Firmware übernehmen. Das heißt, wir werden die Werte mal 4 nehmen und eintragen, weil die Werte, die wir jetzt auf dem Drucker fahren mit 16 Mikrosteps und den angepassten Steps dazu, das passt ziemlich gut. Die Teile sehen gut aus, die Maße passen und so. Deswegen, wenn man das jetzt so einstellt, wäre das vom Rechenweg korrekter, aber man müsste danach nochmal nachkalibrieren. Das können wir uns vielleicht so sparen. Also Taschenrechner auf. Wir machen jetzt hier die Steps für Z. Das heißt 399,778 mal 4. Das ergibt 1599,112. Ausgerechnet haben wir 1600. Das kommt schon mal ziemlich gut hin. Ich werde jetzt nicht die 1600 übernehmen, sondern die 1599,112. Also nehmen wir die raus. Ne? 1599, und jetzt ist wichtig, kein Komma, sondern ein Punkt, 112. Das wären jetzt die 9 Steps für die Z-Achse. Jetzt gehen wir zum Extruder. 445 mal 4 ergibt 1780. Errechnet haben wir 1746,15. Kommt ungefähr hin. Deswegen würde ich sagen, übernehmen wir auch wieder den Wert, den wir jetzt mit der Firmware errechnet haben. Denn der Filamentvorschub hat mit den Steps, die jetzt original unter der Berücksichtigung von 16 Mikrosteps liefen, da war das ganz gut. Deswegen machen wir die aktuellen Steps mal 4 und dann fahren wir damit ganz gut. Also 1780 war das doch, oder? Genau. Somit haben wir jetzt die Firmware angepasst, dass wir übertragen können. Und dann müsste es funktionieren. Aber eine Kleinigkeit haben wir noch. Und zwar bei den LV8729 ist das jetzt im Vergleich zu den TMC2100, die verbaut waren, so, dass die Drehrichtung noch geändert werden muss. Das heißt, die Motoren würden sich jetzt beim Home oder was ich erstmal in die andere Richtung drehen und dann würde es knallen und was weiß ich, das wäre nicht so gut. Deswegen müssen wir noch eben schnell die Drehrichtung anpassen. Und das ist hier unten in der Zeile, na, wo sind wir jetzt? In der Zeile 853 haben wir den Z-Stepper und den können wir jetzt invertieren. Und das machen wir so. Hier steht jetzt ein True in blau und aus dem True machen wir ein False. Und somit ist da die Drehrichtung invertiert. Das gleiche machen wir für E0. Da machen wir aus dem False ein True. Zwischenspeicherung. Ganz wichtig. Jetzt geben wir nochmal ein, Steuerung F. Und dann machen wir TMC 2100 und suchen nach oben. Und dann finden wir hier eine Liste mit Treibern, die in den Drucker verbaut sind. X, Y, Z, Z2 und E, das waren ja alles TMCs. Aber hier oben ist eine Liste aufgelistet mit Treibern, die es so gibt. Und wir kopieren uns jetzt LV8729 und setzen das einmal bei Z ein, Steuerung V, bei Z2. Und beim Extruder. Warum machen wir das? Marlin kann das erkennen, welche Treiber verbaut sind und kann ein bisschen die Performance anpassen. Ich habe das bis jetzt noch nie berücksichtigt. Das wird jetzt erst beim nächsten Umbau von mir kommen, dass ich mal wirklich komplett Marlin sage, was sind da für Treiber drin, was Marlin damit anfangen kann. Aber wir machen das hier einfach mal, dann hat das so seine Richtigkeit. Das speichern wir. So, die Firmware wäre dann somit angepasst und jetzt können wir das auf den Drucker übertragen. Jetzt gehen wir hier in der Firmware auf Werkzeuge und gehen einmal auf Board. Und da müssen wir aus dieser Liste das Arduino Genuino Mega Omega 2560 einstellen. Das heißt, es ist ein Board mit einem Mega 2560 Prozessor, damit die Software weiß, wie es kompiliert werden muss. Das ist ganz wichtig. Gehen wir wieder auf Werkzeuge und auf Prozessor geben wir an ATmega 2560. Das ist der Prozessor, der auf dem Board halt verbaut ist. Das gehört mit dazu, das muss die Software wissen, denn sonst wird die Firmware nicht korrekt kompiliert.
Gut, haben wir eingegeben. Dann ist noch wichtig, ihr müsst euch Treiber installieren. Dann gehen wir mal schnell eben hier mks gen l und dann machen wir GitHub. Finden wir es hier. Das ist das Datasheet, also da sind sämtliche Daten zu dem Board drin. Und wenn wir dann runtergehen und runtergehen und runtergehen, hier sind auch noch Steps aufgeführt, brauchen wir jetzt aber nicht, hatten wir schon gesehen. Dann sieht man einmal hier, Download on Web bei Instructions, da sieht man, das ist der Treiber, den man braucht. Also falls ihr noch nie ein Board eingestellt habt oder kompiliert habt oder eine Firmware gemacht habt, braucht ihr noch diesen Treiber, damit der Rechner euer Board erkennt. Das Board wird zwar über USB angeschlossen, aber als serieller Port erkannt. Das ist wichtig, also dieser Treiber muss installiert sein. Hier sieht man das nochmal, als COM-Port wird ein USB Serial Port erkannt und das muss dann auch in der Firmware eingestellt werden. Das funktioniert auch unter Werkzeuge. Also Werkzeuge, dann geht man hier einmal auf Port und da sieht man bei mir, wer ist jetzt Port 17. Einmal anklicken, guckt man jetzt, ist hier auch Port COM 17 eingestellt. So, das haben wir jetzt alles gemacht. Dann speichern wir nochmal kurz und jetzt gehen wir auf Hochladen. Dann wird der Sketch jetzt kompiliert und jetzt wird hochgeladen. So, Hochladen abgeschlossen, das heißt, die Firmware ist drauf. Dann stellen wir den Drucker jetzt hin, schließen ihn einmal an, dass er sich bewegen kann. Dann öffnen wir Pronterface für uns und dann werden wir sehen, ob alles funktioniert. So, hier sind wir jetzt in Pronterface und da werden wir jetzt mal gucken, ob alles gepasst hat mit dem, was wir gemacht haben. Die neue Firmware ist hochgeladen auf den Drucker. Das heißt, wir haben jetzt hier COM-Port 17 noch ausgewählt. Unsere Baudrate stimmt, sodass wir halt auch die richtige Datenverbindung haben. Drücken wir einmal auf Connect und wir sehen, wir sind mit dem Drucker verbunden. Printer ist online, Marlin 1.1.9 ist jetzt installiert. Ist auch noch alles okay, also auf 2.0 muss man nicht unbedingt wechseln, der läuft damit erstmal ganz gut. Und jetzt sehen wir hier bei M92 sehen wir die Steps für den Drucker. Und dann sehen wir X und Y haben wir nicht verändert, aber wir haben in Z unsere neuen Steps. Das ist 1599,11 und beim Extruder haben wir 1780. Das hat gepasst. Wenn ihr jetzt allerdings einen Drucker habt, bei dem ihr bereits das EEPROM aktiviert habt und ihr ladet und es wird eine neue Firmware hochgeladen, dann müsst ihr eins ganz, ganz dringend tun. Das EEPROM wird nicht überschrieben, wenn eine neue Firmware hochgeladen wird. Das heißt, ihr habt eine neue Firmware drauf, dann macht ihr das erste M502. Dann sehen wir, hardcoded default settings loaded. Das heißt, die neuen Firmware-Daten, die ins EEPROM gehören, sind neu geladen worden. Dann jetzt muss ich hier wieder rein in die Zeile. M500. Sending M500 Settings Stored, das heißt, die Daten, die jetzt ins EEPROM geladen worden sind, sind auch gespeichert worden. Ganz wichtig, wenn man das nicht macht, sind sie beim Neustart wieder weg. M501 und dann sieht man, das wären dann jetzt die aktuellen Settings. Ich kann euch das nochmal zeigen, wenn man jetzt zum Beispiel M92X55 eingibt, dann sind für X neue Steps geladen worden. Wenn wir das Ganze jetzt mit M500 speichern und dahinter M501 senden, dann sehen wir, hier in X sind jetzt 55 Steps angezogen. So könnte das zum Beispiel sein, wenn ihr jetzt vorher eine alte Firma drauf hattet. Und wenn man jetzt sagt, es ist eine neue Firma drauf gekommen, das EEPROM wurde nicht überschrieben, dann sagt man einfach M502, M500, M501 und dann sieht man hier in X wären zum Beispiel, X80,12. Also dann werden die aktuellen Daten ins EEPROM gespeichert und die werden auch so geladen. Und so muss das sein. Ja, und so wären wir jetzt eigentlich so weit, dass wir sagen können, wir können den Drucker mal verfahren lassen. Wir lassen ihn mal zuerst in X home. Dann machen wir mal eben in Y. Und dann lassen wir einmal Z home. Wir lassen ihn mal ein bisschen hochfahren. Wir gehen mal hier so, wenn wir jetzt nochmal Z Home sagen. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall die Z-Achse dürfte lauter geworden sein. Mich persönlich stört das nicht, da die Z-Achse nicht im Dauerbetrieb ist. Also die fährt ihre 2/10 alle paar Minuten. Das ist soweit okay. X und Y, wenn man da jetzt die Treiber einbauen würde, wäre es natürlich um einiges lauter. Aber so können wir das erstmal lassen. Ich bin ganz zufrieden, dass das jetzt so funktioniert hat. Jetzt bauen wir den Drucker zusammen und dann lassen wir ihn nochmal etwas testen. Ja, das Erste, was wir machen müssen, ganz wichtig, den Drucker vom Strom trennen. Egal, was ihr macht, achtet immer darauf, dass der Drucker nicht am Strom hängt. Dann ziehen wir das USB-Kabel einmal ab.
Und dann können wir ihn erstmal wieder zusammenbauen. Jetzt würde ich den Lüfterkanal einbauen und ich habe schon ein paar Hinweise bekommen, beziehungsweise ich habe es ja auch damals in meinem Video schon angesprochen, dass die Kabel, die hier vom Reset-Schalter oder für den Reset-Schalter zuständig sind, vom neuen Display, hier ein bisschen abgeknickt werden. Das funktioniert alles, aber ist natürlich keine schöne Lösung. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon schaffe oder morgen, werde ich nochmal eine neue Version hiervon hochladen, wo hier noch eine kleine Phase dran ist, dass die Kabel nicht mehr abgeklemmt werden. Ganz wichtig noch, Display wieder einstellen. Achtet ganz penibel darauf, dass ihr da keine Kabel abklemmt. Die vierte Schraube muss ich mir leider sparen, da ich den Halter beim Ausbau abgebrochen habe. Naja, shit happens. Hält erstmal trotzdem, aber muss ich neu drucken. Ganz, ganz, ganz wichtig natürlich dann, alle Kabel zusammenstecken. Ich habe den Radiallüfter mittlerweile auf 8 Volt laufen. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Kraft, aber ist trotzdem noch leise genug, dass er mich nicht stört. Bodenplatte nehmen, Kabel aufstecken, hochklappen, gucken, dass man nichts abklemmt. Display habe ich angesteckt, ganz wichtig. Das ist immer doof, wenn man den Drucker deswegen wieder aufschrauben muss. So, Bodenplatte ist drauf. Ich stelle den Drucker jetzt an seinen Platz und dann lassen wir ihn laufen. Ja, der Testdruck ist fertig. Wie man jetzt vielleicht noch hören kann, laufen die Lüfter auch noch, also gekühlt noch runter. Mein Problem ist gerade, ich kriege das Teil nicht von der Platte, weil ich habe ein bisschen zu dicht an der Platte gelevelt und der ist ziemlich aufgepresst und ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich den Würfel jetzt abnehme, dass ich mir meine Druckbettoberfläche kaputt mache. Deswegen lasse ich ihn mal so abkühlen. Ich blende da gleich noch ein, zwei Bilder von ein, wie er auf der Platte sitzt, wie die Druckgeschichte aussieht, wie die Wände aussehen und so ein Kram. Da bin ich ganz zufrieden. Maßgelegt ist auch ganz okay, X und Y passen auf ein Zehntel genau und in Z bin ich anstatt bei 20 bei 19,6 noch was gewesen. Da muss ich noch ein bisschen nachkalibrieren, das ist soweit aber ganz in Ordnung. Ja, man hat aber gesehen, das ist überhaupt nicht schwer und das wird wahrscheinlich auch wirklich was bringen. Ich muss ja leider sagen, dass ich diese Z-Problematik bei dem Artillery noch nicht hatte und deswegen nicht ganz bestätigen kann, ob das jetzt so funktioniert, ob es was bringt oder nicht. Aber ich habe jetzt schon ein paar Rückmeldungen gehabt oder bekommen von Leuten, die wirklich starke Probleme hatten mit ihrer Z-Achse, die nach dem Umbau keine Probleme mehr haben. Das heißt, sie haben ein Teil gedruckt mit den TMC-Treibern, mit den Nachbaudingern, die da drin waren. Problem in Z, die ganze Geschichte umgerüstet und den gleichen G-Code nochmal gefahren, allerdings dann mit den LV-Treibern. Und da sehen die Teile aus wie geleckt, wunderbar, keine Probleme mehr drin. Und das bewahrheitet sich jetzt bei manchen schon seit 2-3 Wochen. Das ist sogar ganz cool. Also ich denke mal, das soll es sein. Da wird man jetzt die Problematik so im Griff haben und kann dann mit weiteren Mods durchstarten. Was als nächstes beim Sidewinder kommt, weiß ich noch nicht. Ich denke aber mal, ein anderes Druckbett, weil die Glasplatte, die auf Dauer gefällt mir die nicht so gut. Da kommt was anderes drauf und dann irgendwelche anderen Kleinigkeiten werden mir wohl auch noch einfallen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ihr könnt euch damit ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen rumbasteln, tüfteln. Schreibt mir mal gerne unter das Video hier, ob das bei euch was gebracht hat, wie zufrieden ihr seid. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis dann.